Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen auf ml24.shop. In diesem Video zeige ich euch, wie man sich bei TopDan registriert und das TopDan Phoenix Max aktiviert und einrichtet, damit man damit arbeiten kann. Viel Spaß bei diesem Video. Wir klicken hier drauf und so einfach funktioniert jetzt die Einrichtung. Das werdet ihr sehen. Es ist auf jeden Fall kinderleicht, Leute. Je nachdem, in welchem Land ihr seid, welche Sprache ihr haben möchtet. Wir sind hier in Deutschland, also wollen wir auch Deutsch haben. Weiter. WLAN-Einstellung. Wenn er hier direkt WLAN nicht anzeigen sollte, nicht erschrecken. Nicht erschrecken, Leute. Ihr geht von oben nach unten, drückt hier drauf. Dann gelangen wir ins Menü. Und dann könnt ihr auch euren Internet auswählen. Passwort eingegeben, grüner Haken, auf Bestätigen, IP-Adresse wird abgerufen und wunderbar, der hat uns direkt auf Weitergemacht. So Leute, jetzt brauchen wir die Zeitzone. Die Zeitzone bei uns ist Brüssel. Wir sind hier in Europa, ihr könnt auch Amsterdam nehmen. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt, je nachdem, wo ihr gerade da seid. Wir haben Brüssel genommen. Da sieht man, dass der Haken aktiviert oder gesetzt worden ist und wir klicken hier auf Weiter. Wir haben hier die ganzen AGBs. Die AGBs sind aktuell bei TopDan halt in der englischen Sprache. Wenn ihr die AGBs durchlesen wollt, kann ich euch die natürlich zukommen lassen. Und dann bitte Leute, auf Stimmen sie zu. Sonst könnt ihr das Gerät einfach zurückschicken, wenn ihr nicht zustimmen wollt, weil sonst könnt ihr es ja auch nicht nutzen. Das kennt ihr von Tablets, das kennt ihr von allem Möglichen. Also, dieses Konto wurde von einem anderen Gerät angemeldet. Möchten Sie es erneut versuchen? Okay. Also Leute, wenn ihr euch noch nie registriert habt bei TopDan, dann bitte hier auf Neu registrieren klicken. Bitte tatsächliche Daten angeben. Also müsst ihr den Nutzernamen, Passwort, Kennwort, E-Mail-Adresse eingeben und dann hier auf Erhalten, Code erhalten und dann bekommt ihr einen Code per E-Mail und müsst hier eingeben. Sobald ihr das Ganze eingegeben habt, könnt ihr dann auf Erhalten, also E-Mail-Adresse erhalten. Da ist halt das Problem, wenn die E-Mail-Adresse schon registriert ist, dann steht es da drauf, dass es schon registriert ist. Also könnt ihr das dann auch nicht nehmen. Nehmt euch dann eine andere E-Mail-Adresse und klickt wieder hier drauf. Die Sekunden werden abgezählt, dann wisst ihr ganz genau, dass die E-Mail-Adresse korrekt ist und das Ganze rausgegangen ist. Also ob sie korrekt ist, weiß man ja nicht, aber ich meine, die E-Mail-Adresse ist dann hier nicht hinterlegt. Wir gucken uns den Code an im E-Mail-Postfach, nachdem wir es dann eingegeben haben, den einmaligen Code, können wir hier auf Grün klicken. Wenn der Code schon abgelaufen ist, dann könnt ihr hier auf das Schwarze nochmal draufklicken. Also, jetzt klicken wir auf Registrieren und dann sagt unser Gerät, herzlichen Glückwunsch, Sie sind erfolgreich registriert. Und jetzt brauchen wir die Seriennummer, auch wenn da Ordnungsnummer draufsteht, und den Aktivierungscode. Wo finden wir das Ganze? Auf unserem Aktivierungszettel. So sieht das Ganze aus. Und jetzt gebe ich es ein und bestätige das Ganze. So, es wurde erfolgreich aktiviert. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben Ihre Registrierung abgeschlossen. Dann klicken wir hier auf OK. Und dann gelangen wir direkt zu den Updates. Was müssen wir jetzt tun? Hier haben wir einmal Aktualisierung. Das müsst ihr mal machen, wenn hier nichts erscheint. Deaktivieren Sie die Auswahl? Nein, die sind ja alle angewählt. Wir wollen sie nicht deaktivieren. Und aktualisieren. Okay, wir klicken natürlich unten auf Aktualisieren. Bei den anderen Geräten steht zum Beispiel ein Klick-Update, bei dem hier aktualisieren und seht ihr, mit was für einer Geschwindigkeit wir das Ganze durchführen. Einfach klasse. Jetzt wird das Ganze heruntergeladen und installiert. In der Zeit könnt ihr entweder eine Zigarette rauchen oder einen Kaffee trinken. Nachdem das Ganze installiert worden ist, zeigt euch das Gerät es auch an. Software wurde erfolgreich installiert. Wir klicken dann auf OK drauf. Ihr könnt gerne hier nochmal auf Update drauf gehen.
Seht ihr? Da steht Update und nicht Upgrade. Bei manchen steht noch Upgrade drauf. Hier einfach draufklicke. Nochmal sich das Ganze anschauen. Aktualisierte Software. Wenn wir hier draufklicken, dann sehen wir, was da so alles aktualisiert worden ist. Das waren über 140 Updates. Also gehen wir hier nochmal auf zurück. Und viele werden es erkennen. Das sieht ähnlich aus oder sieht gleich aus wie bei Topdan Phoenix Smart, bei Topdan Phoenix Elite.